Also erstmal herzlich willkommen. Es ist richtig, im Programm stand Psalm 16. Den werden wir alsbald behandeln. Aber das wird, denke ich, im Laufe dieser Stunde deutlich werden, durch die Weihnachtsliturgie kam mir die Idee, dass wir diesen Psalm heute traktieren müssen, Psalm 98. Die Textfassung, die Sie da vor sich haben, innen auf der linken Seite, ist die gleiche wie hier. Also die uns vertraute, die wir hier benutzen, die Münster-Schwarzacher Übersetzung. Vielleicht hören wir die einfach. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er vollbrachte wunderbare Taten. Heil geschaffen hat ihm seine Rechte, die Kraft seines heiligen Armes. Der Herr hat kundgemacht sein Heil, sein gerechtes Walten enthüllt vor den Augen der Völker. Er gedachte seiner Huld und seiner Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Lande, freut euch, jubelt und spielet. Spielt dem Herrn auf der Harfe mit lautem Saitenspiel, mit Trompeten und schallenden Hörnern, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die auf ihm wohnen. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen miteinander jubeln vor dem Herrn, denn er kommt die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit und die Völker so, wie es recht ist. Psalm 98, beziehungsweise nach der lateinischen Zählung wäre das 97. Habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, wenn Sie das manchmal in Klammern sehen, Deutschland ist, soweit ich weiß, die deutschsprachige Raum ist die einzigen, die in den Bibelausgaben nach der hebräischen Zählung gehen. Wir wollen es ja immer ein bisschen anders machen. Deshalb führt das oft zu einer Verwirrung, gerade wenn man die Psalmen nachschlägt oder so, dann hat man manchmal den falschen, ja. Ich möchte gerne gleich etwas zum Text sagen, zum Inhalt und Aufbau des Psalmes. Und dann sagen uns die Exegeten, dass es da Beziehungen gibt zum sogenannten Deutero-Jesaja. Also das muss man eigentlich in Anführungszeichen setzen. Man ist sehr lange in der Forschung davon ausgegangen, in den letzten 100 Jahren, dass der Prophet Jesaja sozusagen nicht eine einheitliche Schrift ist, sondern geteilt in Proto-Jesaja bis Kapitel 39 einschließlich und dann Deutero-Jesaja und dann nochmal ein Dritto-Jesaja. Es gibt inzwischen sehr gute Argumente dafür, wie das immer ist mit diesen exegetischen Theorien, dass das eine schöne Theorie ist, aber nicht stichhaltig ist, so wie sie dargestellt wurde. Deshalb in Anführungszeichen. Aber es ist auffallend, die Beziehungen des Psalms zu diesen Teilen, die dann ab Kapitel 40 im Jesaja-Buch kommen. Es gibt hier eine Entwicklung, die uns mehrfach in der Heiligen Schrift begegnet, von Israel ausgehend zu den Völkern, die ganze Schöpfung umfassend. Und dann die Stichworte Intronisation, Jahwes, Messianität, Stichwort zweiter Exodus, das Handeln Gottes. So. Damit hätten wir in einem ersten Stück, in der ersten Hälfte sozusagen, den Psalm etwas charakterisiert. Wir hätten ihn in seinem Platz, wie er jetzt in der Psalmensalmung im alttestamentlichen Buch steht, einigermaßen eingefasst. Und dann kommen wir zum für mich wichtigeren Punkt, nämlich zur Intertextualität dieses Psalms. Also wie spricht er eigentlich? Warum können wir sagen, das ist der Weihnachtspsalm schlechthin? Wir haben den jetzt, diejenigen, die da waren, haben das natürlich nochmal deutlicher erlebt. Wir haben den in der Oktav jeden Morgen in den Laudes gesungen, diesen Psalm. Weil er eigentlich alles aufschließt. Und dem müssen wir ein bisschen nachgehen. Man kann das anhand der liturgischen Texte, natürlich der offiziellen liturgischen Texte, das sind nicht die, die wir meistens erleben, nachgehen. Es gibt interessanterweise, wie so oft, einen ostkirchlichen Einfluss. Und schließlich
diejenigen, die da waren, das ist mir selber dieses Jahr nochmal neu aufgegangen, wenn man diesen Psalm morgens singt und dann kommt in der Weihnachtsoktav dieses Evangelium vom greisen Simeon. Da ist mir nochmal neu diese Beziehung aufgegangen, wie im Grunde genommen die drei Verse, die der greise Simeon da betet in diesem Lobgesang des Simeon, wie das eigentlich noch einmal eine Aufnahme und auch Zusammenfassung des Psalms ist, wie der Psalm selber noch eine Zusammenfassung darstellt. Das ist so der Ablauf. Wenn wir in den Text reinschauen, textlich in der Textüberlieferung gibt es keine großen Probleme, das muss uns jetzt nicht weiter interessieren, weil wir alle jetzt nicht, mich inbegriffen, nicht direkt fließend Hebräisch sprechen, ob das Metrum da eingehalten ist und wie die Gliederung der einzelnen Verse ist, da müssen wir uns nicht weiter mit abquälen. Ja? Die Textüberlieferung ist insgesamt gut. Also manchmal gibt es Schwierigkeiten der Darstellung des Textes oder auch der Überlieferung, das ist in diesem Fall nicht so. Der Inhalt gliedert sich eigentlich in zwei Teile. Nämlich 1 bis 3 und 4 bis zum Schluss. Es ist spannend, wenn man so einen Psalm, der einem dann im Gebet oder in der Liturgie aufgeht, wenn man dann beginnt nachzuschlagen und nachzuforschen, dann sieht man, der spielt gar keine so große Rolle in den Psalmenkommentaren. Also es gibt andere Psalmen, wie Psalm 51 oder andere, die, was haben wir zuletzt gemacht, Psalm 18, 19. Da gibt es, bitte? 500. Nee, der ist auch unterbelichtet, der spielt, ja. Weil die oft die Tradition nicht berücksichtigen, da sage ich nachher noch was zu. Aber es ist eigentlich eine relativ kurze, straffe Erklärung, wobei in diesem Fall auch die ernüchternde Sache ist, dass die neuesten Kommentare, also dieser sehr umfangreiche und sehr auch teure, dreibändige Kommentar von Hossfeld und Zenger, Gott hab sie beide schon selig, die am dünnsten sind. Ich habe heute gerade eine frische Bemerkung aus der Feder des Papa Emeritus gelesen, das werde ich gleich noch zitieren. Das ist eine sehr kluge Bemerkung, die er gemacht hat. Die trifft auch hier in diesem Punkt ganz zu. Also, wir haben diesen ersten Teil. Der auch vom Metrum her, also vom Versmaß, in diese zwei Teile fällt. Und grundsätzlich ist er einzuordnen in diese, wenn wir in dem Psalter jetzt schauen oder wenn Sie, das wäre eigentlich immer hilfreich, eine Bibel mitzubringen zu sowas, dann kann man schneller blättern, nur als Tipp fürs nächste Mal. Also die ganze, aber im Psalter kennt man sich dann auch schon aus. Der Psalm steht in einer Gruppe von solchen Hymnen, könnten wir sagen, die den Jahwe Königsliedern, also der Herr ist König, beginnen in einer ganzen Reihe von etwa 97 oder dann 99 Lieder. Und unsere hat den gleichen Beginn wie Psalm 96, singet dem Herrn ein neues Lied. Dieser Kommentar von Hans-Joachim Kraus, der eigentlich so der immer noch der klassische Psalmenkommentar ist, der fragt natürlich oft auch nach dem Ort, wo kommt sowas her. Es gibt Beziehungen, das habe ich eben schon angedeutet, zum Propheten Jesaja, in manchen Versen, die ganz deutlich sind oder ins Auge springen. Etwa wenn wir lesen, wo bin ich jetzt hier, Kapitel 40. Den Beginn von Kapitel 40 kennen wir alle, der ist uns sehr vertraut, auch aus dem Advent, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ja. Es offenbart sich die Herrlichkeit des Herrn, alles Fleisch wird diese Herrlichkeit sehen, ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Gleich im Vers 5 dieses Kapitels 40. Und alle Enden der Erde sehen die Herrlichkeit des Herrn, sagt unser Psalm. Oder 42,10.
ist der Beginn des Psalms. Singet dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde her, die ihr das Meer befahrt, seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Hier also auch schon, was ja beim Propheten Jesaja das Spannende ist, und das ist auch ein Argument, dass dieses Buch durchaus zusammengehört, nicht einfach in so Teile zerlegt werden kann. Immer die Bewegung, es geht von Israel aus, oder Gott handelt an Israel, aber es ist nicht auf Israel beschränkt. Wir haben im ersten Teil des Jesaja-Buches schon, dass alle Völker zur Wallfahrt nach Jerusalem kommen. Alle pilgern zum Berg des Herrn. Wir hören das in der ersten Adventwoche als Lesung. Alle machen sich auf den Weg. Und hier ist es so umfassend gesagt, hier im Kapitel 42 zum Beispiel, dass es nicht nur alle Völker umfasst, nicht nur Israel meint, nicht nur alle Völker umfasst, sondern die ganze Schöpfung gemeint ist. Also wie das im Anfang war. Alles fließt aus Gott aus als Schöpfung und alles ist auf ihn hin orientiert. Das ist ja die große, tragische Folge des Sündenfalls, dass wir gemeint haben, wir könnten eine eigene Rechnung aufmachen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alles, was wir heute mit unseren ökologischen Bewegungen bezeichnen, das ist alles richtig, aber es fehlt immer ein Teil. Also nicht die Natur ist das Ziel, sondern wenn wir nicht wissen, wem sich die Natur verdankt oder wem alles Rechenschaft schuldet, Mensch, Schöpfung, vor allen Dingen natürlich die sie auf Gott berufen, Juden wie Christen, dann hängt das in der Luft. Man kann das ja jetzt politisch beobachten. Wir haben zwar seit Jahrzehnten eine ökologische Bewegung, auch wir entwickeln ein ökologisches Bewusstsein und Ergebnis? Mager. Sehr mager. Nochmal, es geht nicht darum, jetzt eine ökologische Bewegung oder sowas schlecht zu machen. Ja? Aber man muss immer noch mal auch daran erinnern, was Benedikt der 16. im Bundestag in unserem Land gesagt hat, der das sehr gewürdigt hat, diese Bewegung und den Aufbruch, und sagt, aber das ist nur der eine Teil der Medaille. Es gibt auch zum Beispiel eine Ökologie des Menschen. Das kann man nicht außen vor lassen. Wir können uns nicht für bedrohte Tierarten einsetzen und dann mit dem Menschen so beliebig umgehen und nicht seine Würde etwa von Anfang an verteidigen. Das ist schief. Ja? Aber da sehen wir selbst positive und auch gut gemeinte Bewegungen immer noch unter dem, ich sage das einmal bewusst so, Sündenfall leiden, wenn andere Ideologien da hineinfressen, wie so ein Holzwurm. Ja? Da sehen wir dann plötzlich, da fällt unten das Mehl raus. Ja? Irgend ist ein Wurm drin. Ja? Irgendetwas passiert da. Oder auch, das will ich jetzt auch noch, 52,9 bei Jesaja. Brecht den Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Israels, denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Also da ist es nochmal auf Israel bezogen und zwar verbunden mit der Natur. Diese Zitate geben uns im Grunde genommen schon Auskunft, in welcher Zeit der Psalm etwa anzusiedeln ist. Das sagen die Exegeten, es gehört in die nachexilische Zeit. Weil allen Völkern vor Augen geführt wurde, wie Gott an seinem Volk handelt, und zwar in einem zweiten Exodus. Der erste Exodus, also ist, glaube ich, klar, der Auszug aus Ägypten, wie Gott überhaupt mal aus diesen verlorenen Sklaven als Sippen sein Volk sammelt und in die Freiheit führt und sie so zu einem Volk bildet, indem er sie in die Freiheit führt und ihnen gleichzeitig Lebensweisungen gibt, die überhaupt das Leben erst ermöglichen. Wir nennen die 10 Gebote. Aber diese Geschichte, die dann da stattfindet, wir hören ja im Moment jetzt gerade das 1. und 2. Samuel-Buch, zumindest in sehr gewagten Auszügen, aber immerhin kriegt man nochmal eine leichte Ahnung davon. Das ist eine Geschichte, die ein permanentes Ringen Gottes um sein Volk ist, weil die trotz aller positiven Erfahrungen mit Gott, das ist ja auch unsere Geschichte, immer trotzdem noch ihre eigene Rechnung machen wollen. Und einen solchen, man kann wirklich sagen, einen gnadenlosen Selbstbehauptungswillen haben.
statt die Freiheit zu finden, sich zu überlassen und letztendlich Vertrauen zu haben. Nein, wir wissen es selber besser, bis wir wieder auf die Schnauze fallen. Ja, dann stehen wir wieder auf, dann sind wir zeitlang, gehen wir dann in der Spur, zumindest die der liebe Gott so vorgesehen hat, und dann probieren wir es wieder. Es ist eine Schwierigkeit mit uns. Und das ist ja auch exemplarisch an der Geschichte Israels. Und deshalb kommt es zur Katastrophe, dass Gott sogar, der Prophet Ezechiel schildert das in großen, ganz gewaltigen Visionen, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel in Jerusalem, wo Gott versprochen hat, mein Name wird dort wohnen, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel auszieht, nach Osten hin, auf den Ölberg und weg. Und das Heiligtum und die heilige Stadt verlässt. Und deshalb kann sie erobert und zerstört werden von den Babyloniern. Und dann findet diese große Katastrophe statt, ein neues Sklavenhaus. Diesmal nicht in Ägypten, sondern in die andere Richtung, nach Babylon, das babylonische Exil. Aber Gott schafft ein neues Wunder, in dem diese Typen, nachdem sie da an den Flüssen Babylons saßen und geweint haben und ihre Harfen an die Weidenbäume gehängt haben, weil die anderen gesagt haben, hier singt doch mal ein paar von den schönen Liedern auf euren komischen Gott da, an den ihr da glaubt. Ja, hier, guckt mal hier, wir haben hier Sterngottheiten, wir haben diese großen Himmelstempel mit den, so ähnlich wie die Aztekentempel, ja, so Pyramiden, wo in der Mitte die Treppe raufging, ganz beeindruckend in Babylon. Ganz großartige Dinger. Und was ist da mit euch? Bei euch ist alles erdbodengleich. Dass Gott dieses Wunder schafft und sie aus dem babylonischen Exil errettet, davon spricht ja ab Kapitel 40 hauptsächlich, die bahnt einen Weg für den Herrn durch die Wüste. Die Hügel sollen eingeebnet und die Täler aufgeschüttet werden. Das ist sozusagen der Urimpuls. Und man hat offenbar eine jährliche Feier der Intronisation Gottes gehabt in der nachexilischen Zeit, als man zumindest mühselig diesen Tempel ein bisschen wieder aufgebaut hat. Und da hat dieser Psalm seinen Platz. Aber wir können natürlich nie, das haben wir bei dem Psalmen schon gemerkt, wir können den Psalm nie einschließen in eine bestimmte, das hilft uns zu verstehen, wo kommt er her, wo spricht er in die ursprüngliche Situation, aber wir können ihn nie einschließen in eine konkrete historische Situation und sagen, ja, bei so einem Anlass, wenn die dieses Fest gefeiert haben, da haben die das immer gesungen. Aus. Sondern der Psalm hat so etwas wie eine Energie in sich. Das ist eigentlich wie ein brodelnder Vulkan, ja, der auf etwas anderes hinweist. Also es geht um das Kommen Gottes. Ganz deutlich. Der zweite Teil läuft im Grunde genommen nur darauf zu, ja, in die Hände klatschen sollen die Strömen, es brause das Meer, seine Fülle. Die ganze Natur ist in Aufruhr vor Freude. Kann sich überhaupt nicht beherrschen, kann gar nicht an sich halten, ja, vor dem Herrn, denn er kommt.